Da, Kreid Neos. Da ist er. Champion Kreid Neos. Ich greife ihn an. Juhu. Ich sehe. Ich mache absolut keinen Schaden, Alter. Nix. Boah, hat man für Unterwasser ein anderes Skill-Setup? Also ein anderes, diese speziellen Fertigkeiten da, diese Glyphen und so. Nee, ich glaube nicht. Weil es gibt die haben sich bei mir gerade verändert. Also ich habe hier, also es sind die gleichen Spells wie oben, aber ich habe die ich oben gespeichert habe, habe ich jetzt unten nicht drin. Weißt du, wie ich meine? Boah, das dauert, ey. Haltet ihr denn so viel aus, um das, Ich lebe doch schon diese. Huh? Alter, der gibt mir gut aus noch. Ja, der braucht auch ewig, bis der fällt. Ich bin jetzt hops gerade gegangen. Ist hops gegangen. Probier mal reinzukommen. Du lebst wieder. Man muss eigentlich so oberflächlich schwimmen, weil ich glaube, das hier sowieso nichts. Meinst du? Das geht doch eigentlich. Es dauert nur. Ja, aber ich bin gleich tot, vor allem. Also ich glaube, ich bin vorher tot. Das mach ich mir mit Schaden. Es handelt sich hier nur noch um Sturm. Heil dich gerade, ne? Der geht gerade auf mich. Schwimmt zur Oberfläche, ja. Also du kannst die Leertaste drücken, dann schwimmst du zur Oberfläche. Ja, will mich nicht irgendwer wiederbeleben. Mich wird auch gerade wiederbelebt. Boah, das ist ein Krampf, ey. Ja. Oh, dankeschön. Jetzt muss noch irgendwer. Ah, super. So, zweite Runde. Wir haben ja die erste Hälfte schon unten. Noch mehr als die erste Hälfte. Ist halt schade, dass ich jetzt meine Spells nicht alle hab. Wieso hasst der mich so? Ich bin nur der Magier, der hinten dran steht, weißt du? Aber ich hab gleich mein Spell wieder ready. So. Dürfte der jetzt auch gleich fallen. Weil was heißt gleich? Es dauert noch. Bist du schon wieder tot? Nee, ich belebe gerade wieder. Ich hau einfach die ganze Zeit von hinten drauf. Och Gott, ey. Oh, Alter. Und Scheiß. Ja, aber jetzt gehen wir sicherlich nicht mal weg hier. Nee. Den will ich jetzt sterben sehen. Bastard hier. Erstmal danach gesucht, ewig lang, weißt du? Ich hoffe einfach, dass das auch schöne Erfahrungen gibt. Oh mein Gott, fall doch um. Ist er tot? Nee. Alter, jetzt kippt doch. Ja, endlich. So. Tägliche Events. Hat ein bisschen Erfahrung gegeben. Oh, ich schwimme einfach nach oben. Ja. Ob ihr da unten jetzt kämpft oder nicht. Irgendwo gucken, dass mich die Viecher nicht kaputt hauen, wenn die mich verfolgen. Wie lange rennen die mir denn bitte hinterher? Ah, sie haben aufgehört. Ja. Ich will das Kupfererz da. Och, gay. Weißt du, da rennst du dann direkt in die nächsten rein, ne? Ja, dann machen wir die eben. Gut, jetzt ist nur einer. Der andere ist weg. Was siehst du denn hier auf Kupfererz? Achso, da. Einen Treffer für mich. Hat wieder schön Erfahrung gegeben, finde ich. Das erste Mal, wenn man am Tag was sammelt. Dafür, dass man eigentlich nur Rechtsklick auf irgendwas macht. Ja, ne? Ich guck mal kurz auf die Karte.
Ich glaube, die Quest ist bestimmt immer noch zu schwer für uns, oder? Weil die heißt Unter den Wellen. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir da unter Wasser kämpfen müssen. Ja, das könnte möglich sein. Ja, natürlich jetzt folgende Möglichkeiten. Entweder wir grinden unten durch, skillen unsere Waffen hoch. Also die Unterwasserfähigkeit. Warte mal, ich guck mal gerade, wie weit das bei mir ist. Oh Gott, habe ich keine Lust zu. Oder ja gut, ich habe 3 fertig und die letzten beiden, die brauchen immer so lange, bis man die hat. Oder wir gehen ins neue Gebiet quasi. Wir gehen einfach mal ins neue Gebiet und machen uns 2 Level höher, oder? So im Schnitt und dann gehen wir einfach da runter. Ja. Nehmen ein paar Viecher auf den Weg mit und dann. Wir hatten jetzt genug Unterwasser-Action. So, wo kommt man denn hier am besten nach oben? Ach, da vorne ist einfach. Ach, da ist einfach ein Weg, weißt du? GG. Nampf. Nampf. Oh, das ist ja ein ganz neues Gebiet. Ein ganz neues. Kessex-Hügel. Ja, wenn wir die Quest durch haben, müssen wir, also in der Welt vorher, müssen wir eventuell mal wieder eine Run-Party machen, von wegen den ganzen Entdeckungszeug, ne? Damit wir das nicht vergessen. Ja. Wir wollen ja alles mitnehmen hier. Ich laufe einfach mal den Weg lang. Also der Raptor da vorne ist Level 21. Holy shit, da kommt was angerannt, Jimmy, lauf. Wächst mir doch Arsch. Oh Gott. Hier steht 15 bis 21 und wir kommen rein, alles 21. Oh, was ein Mist. Müssen wir hier wohl noch irgendwie. Aber wir haben auch, hier fehlen uns noch 4 Herzen im Kaledonwald, ne? Ja, wir müssen so einen Späher finden, damit wir die Herzen. Also das eine Herz haben wir auch nur durch Zufall sozusagen gefunden. Mhm. Ich guck gerade. Im Ort gibt's keinen Späher. Siehst du die Wegmarke, Wegstation der Löwengarde? Ja. Stimmt, da war doch da oben der Teil, den haben wir doch geguckt letztens, weißt du noch? Ja, da links sehe ich zumindest 2 Herzen, einen für Level 14. Ja, das haben wir ja gemacht. Jetzt gucke ich gerade mal, da wir ja so oder so eigentlich die Sachen machen wollen. Da unten ist noch eine unentdeckte Sehenswürdigkeit. Noch 2, 3, direkt nah beieinander 3 Stück. Und da wäre auch noch ein Questgebiet, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn wir dann nach Süden gehen würden, in Quetzalbucht. Da unten drunter ist zumindest ein Gebiet. Das habe ich noch nicht erforscht. Siehst du es? Also Quetzalbucht oder sowas? Ja, einfach mal, geh mal von Quetzalbucht ein bisschen runter und dann links. Ah, da sehe ich. Ah, das Gebiet. Ja. Das haben wir noch nicht angeguckt. Und ich habe das Gefühl, dass die da unten ein bisschen lower sind, wie das da oben, weil es halt im Süden ist. Und das da oben ist auch schon Stufe 14, 15. Da ist es da unten, glaube ich, ein bisschen besser. Da können wir auf dem Weg noch 1, 2, 3 Sehenswürdigkeiten mitnehmen. Ja, ich sehe jetzt gerade 2. Aber das werden wir sehen. Gehen wir Wegmarke an Windweiler, oder? Dann müssten wir aber blöd rechts zu der einen unentdeckten Sehenswürdigkeit laufen. Aber hier einfach runter zu laufen, ist auch dumm. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 13 Silber. Ach, jetzt sehe ich die dritte, ja. Ja, hast du? Okay. Jetzt sehe ich die 3, die du meinst. Ja, ja, gut. Ja, fragst, wer schneller ist. Jetzt dahin teleportieren, dann rechts laufen, dann runter oder jetzt einfach runterlaufen? Also wir sind bestimmt schneller, wenn. Ja gut, scheiß auf die 10 Kupfer. Ich bin geportet. Bei mir hat das nur 9 Kupfer gekostet. Echt? Mhm. Weil du einen Meter näher dran standest. Weil ich ein Lord bin. So sieht's aus. So. Erstmal da links nach oben. Was ist das eigentlich für ein Leuchtekaff? Leuchtekaff? Die leuchtet irgendwie alles so komisch rosa. Und da ist Kupferherz. Das ist mein Kupferherz. Hör auf damit. Das sind wieder die Frösche. Quark. Neues Event. Neues Event.
die großen Bestien der Sonne ruhen. Hm? Dann ist das Event inaktiv oder so. Nee, das ist das Falsche. Ich laufe jetzt einfach durch. Ich folge dir. Geronimo. Besser als Carsten. Ne? Hey, und Scheiße, gehen alle auf mich. Du Puls, geht auf mich. Ich glaube, der Wächter hat da bestimmt irgendeine Aura oder sowas für, weißt du? Klar. Hast du den im See hier schon? Nee. Gosh, wir können schwimmen, ne? Wo ist hier ist sogar noch ein Dings. Und was? Ein Herz, bei mir. Echt? Ja, oh ja, das sehe ich auch gerade. Ah, das ist noch... Ah, ja. Dann kann man das machen. Oh, und sogar noch für 12. Da oben ist ein... Das ist aber ein großer Thunfisch. Ein richtig großer Thunfisch. Hier kann ich doch irgendwo was entdecken. Oder was entdecke. Ich will es nicht jetzt habe ich's. Du hast es. Ja, ich hab's entdeckt. Ja, ich auch. Okay, was müssen wir machen? Bestimmt die hier wiederbeleben. Nee, das glaube ich nicht. Okay. Giftiger Seeigel. Na alle, dann können wir hier ja unsere Unterwasser-Spezialität... Oh Gott, macht das Ding Schaden. Unsere Unterwasser-Spezialitäten erlernen. Ja. Machst du dieses Blubber-Blessing-Action hier? Dieses Geblubber, ich glaube ja. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Macht auf jeden Fall gut Schaden. Ja, hier ist ein Level 12er Monster. Das ist ein gutes Gebiet wieder für uns. Oh. Hier sind Fallen auf dem Boden. Ja, da kam auch die raus, gegen die ich eben gekämpft habe. Was? Glubschglibberklumpen. Muss ja lecker schmecken. Ich hab gleich einen neuen Spell. Oh. Ich hab einen neuen Spell. Also überhaupt irgendwas für die Lavaketten. Verkrüppelt mehrere Gegner mit Lavaketten. Hatten wir die Viecher nicht vorhin schon mal? Das ist krass, ne? Aber macht das gerade den Fischerplatt, den können wir gleich wieder übernehmen. Hey, auf damit. So. Alter, es geht ja auch recht fix. Jo. Oh, ich bin gleich auf Level 12. Noch einen Balken und dann hab ich's. Gut, ich brauch noch zwei Balken bis zum Level ab. Ey, man muss einfach nur rechtsklick auf die Lampen machen, ne? Ja. Das langt schon, das ist cool. Schubing. So, sind noch mehr Lampen. Ich mag den einfachen Weg. Ja, der einfache Weg, ne? Leider zu selten. So, sehr gut. Das ist ein giftiger Seeigel. Aber die Dinge machen Schaden, glaube ich, ey. Ach, einfach alles umbringen, das hier ist. Wird schon helfen. Ja. Aber irgendwie macht er gerade nichts. Ah, aber die Fischerin. Lebst du etwa noch? Hat eben Mist. Hm? Schub weg. Okay. Komisch.
Wahrscheinlich absolut vernichtet. So, dann habe ich auch schon bald meinen letzten Spell. Ja, bei mir dauert es auch nicht mehr ein. 81% habe ich. Ich habe 44. Da ist ein Tiefseeskorpion. Weißt du, meine Kugeln fliegen ja so schnell. Oh, er macht irgendwas Damage.